So Leute, yo Alter, was geht? Willkommen zurück zu Goldson. Ich vergesse die Epoche Fresh Train in der Hut und ich mach weiter hier. Und keiner von ihnen kann uns jetzt noch helfen. Oh, ich hab bestimmt wieder vergessen. Glaubst du, wir können es schaffen? Na klar, Mann. Das sehe ich auch so, Felix. Wir haben bereits 3 Leuchttürme erklommen. Was bedeutet schon ein weiterer? Auf zum Mars-Leuchtturm! Du hast gar nichts zu melden, Crane. Hör mal auf, für uns mal zu sprechen. Sie haben bewiesen, dass sie stark genug sind. Sie sollten darauf vertrauen, dass Felix es schaffen wird. Und die anderen, ja. Das ist eine höchst unerwartete Wendung der Ereignisse. Aber ich bin bereit, darauf zu vertrauen, dass du den Leuchtturm entfachen kannst. Auf zum Mars-Leuchtturm! Gehen wir, Felix! Vorwärts, Isaac! Los, Jenna! Hau rein, Cosma! Wir schaffen das, Aaron! Hau rein, Garrett! Geht's jetzt endlich los, Ivan! Und let's go, Mia! Ja, ich gebe zu, das wäre vielleicht wirklich ein bisschen zu lang, aber egal. Es gibt da etwas, das ihr nicht vergessen dürft. Um das Leuchtfeuer des Mars-Leuchtturms zu entfachen, braucht ihr den Marsstern. Ah, und Agathe und Inaria haben den Marsstern bei sich. Ihr müsst Agathe und Inaria finden und ihnen den Marsstern abnehmen. Danke für eure Hilfe. Die Zukunft von Veyr liegt in euren Händen. Haut rein, Leute. Let's go. So, und ihr seht schon, wir sind die letzte Hoffnung. Da oben ist der Rand der Welt, oder auch genannt der Arsch der Welt, und der Mars-Leuchtturm. Auch hier ist schon sehr viel Frost unterwegs. Und ich werde jetzt schon mal ankündigen, ich werde den Mars-Leuchtturm so weit es geht machen, bis quasi einen Schritt vorm letzten Endgegner. Und dann werde ich wieder zurückgehen und die ganzen optionalen Sachen machen. Aber die optionalen Sachen können wir halt erst machen, wenn wir das Item dieses Dungeons hier, sag ich mal, gefunden haben. Okay, da kann ich noch nichts machen. Deswegen auf in den Mars-Leuchtturm, den ich mal gar nicht so gerne mag. Die Architektur sieht natürlich schön aus. Warte, kann ich das jetzt schon machen? Oder müssen wir hier erst beschädigen? Ich bin unsicher. Oh, nein, falsche Synergie. Detonation. Das wollte ich testen. Nee, noch nicht. Okay, muss erst eingerissen werden. Gut. Und wir haben neue Gegner. Ameisenlarve. Ja, die sehen auch echt ameisig aus, die Tiere. Nicht so ganz. Eruption. Light Plasma. Gletscher. Keine Ahnung, was das auf Wendigen scheißt. Naja, es sind 3, deswegen benutze ich lieber Psy-Energie und sie haben Merkur-Schwäche. Schön. Und sie halten kaum was aus. Das ist natürlich auch schön zu wissen. So. Und vielleicht kommen wir mit unserem Team jetzt mal auf gleichem Niveau, damit ich wieder ein bisschen mehr mischen kann, eventuell sogar. Naja. Hier gibt es übrigens auch wieder Flammengreife. Allerdings heißen die hier nicht Flammengreife, sondern Feuervogel. Und ja, auch die bringen wieder massig viel XP. Und diese Minotauren können eine Waffe droppen. Den Clothos Spindle heißt das Ding. Eine Waffe, die etwas Besonderes ist, weil sie nichts entfesselt. Allerdings heilt die 1000, kann die 1000 KP heilen. Und das ist wiederum ziemlich gut. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir diese Waffe kriegen. Und ja, insofern erwarte ich es auch gar nicht, sag ich mal so. Jenna, du hast ja deinen großen Auftritt, wie es aussieht, was? Bam. Zack. Zerstört, die Leitung durchkappt, hier nichts funktioniert mehr. Ey, meine Fresse. Bam, 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 bam. Weil ja auch schon überall sich der Frost breit gemacht hat. Bam, Seelenschmetterer! Ja, kann man nicht so gut rauspullen wie zum Beispiel die Schmelzlohe. Ja, ja. Okay, und die sind nicht gestorben in einer Runde. Das ist Sargasso! Nicht cool. Denn jetzt wird der Kampfgeist natürlich gestohlen. Wo er sowieso kurz vorm Abnippeln ist. Ist klar. Sagt unsere Zeit. Oh, wir haben jetzt 4 Minuten. So, wie ging das hier nochmal? Start aus dem Boden. So, war das jetzt Detonation? Wie ging das nochmal? Nee, war es Mörser? War es Mörser? War es der Mörser? Wo ist denn der? Da. Ja, das war der Mörser. So, und jetzt fällt er da rein. Bam. Und jetzt können wir da Detonation einsetzen. Ich weiß noch damals, beim ersten Playthrough, und ja, damals gab es noch kein, gut, gab es schon, aber damals hatte ich noch kein Internet, um nachzugucken. Ich war quasi komplett auf mich allein gestellt. Ich habe so ewig gebraucht, bis ich herausgefunden habe, ach so, das geht kaputt mit Mörser. Hat's da gemacht, quasi. Und ja, umso stolzer war man dann, wenn man dann endlich mal weiterkam. Denn wie gesagt, das war
Kein selbstverständliches. Gletscher. It's very effective. Ich sollte diesmal nicht wieder so verschwenderisch mit meiner Psy-Energie umgehen. Denn nachher stehe ich hier wieder mit gewaschenem Hals. Und wobei, Jenna kann heilen. So, ich brauche dich gar nicht zum Heilen, Mia, ey. Das ist völlig überbewertet. Bam. Nein, Mia ist schon eine tolle Heilerin. Das will ich hier nicht abschreiten. So, bevor ich jetzt da den Gang lang gehe, den... Was zum... Okay, ich wollte gerade sagen, bevor ich jetzt den Gang da lang gehe, den wir da quasi freigelegt haben... Luminabelle! Ach, egal. Luminabelle werde ich nicht brüllen. Nö. Seh den Schmetterer! Das klingt so scheiße, wie ich das brüll, aber... Asheras Kram! Ist mir jetzt vollkommen egal, Alter. So, hier war das Ding, ne? Kaputt machen können wir es ja schon mal. Das ist ja nicht die Welt. Bam, 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 bam. So, der ganze Block wird in die Luft gesprengt. So, ich gucke mich nochmal kurz hier um, ob hier noch irgendwas ist, was wir sammeln können. Schal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 
natürlich direkt wieder das andere Team. Das ist natürlich uncool. Oh, die sind noch so weit weg. Vor allem Ivan. Warum hat Ivan wohl am wenigsten... braucht Ivan wohl noch am meisten Erfahrungspunkte? Ja, vielleicht, weil er im ersten Teil am meisten gestorben ist am Ende eines Kampfes. Na, das könnte wohl sein, ne? Hm, ist es wahrscheinlich auch. Nun wieder weiter. Bam, 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 bam. So, zack. Im Allgemeinen mag ich auch das zweite Team lieber, muss ich sagen. Ja. Ich finde Jenna besser als Garrett. Ich finde Cosmo besser als Ivan. Ich finde Mia allerdings besser als Aaron. Aber ich mag Felix lieber als Isaac. So rein von Sympathie her. Ja, wobei von der Sympathie, weiß ich... Ja, wobei es schwer. Schwer, 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 schwer. Feuervogel, Feuervogel, Feuervogel. Okay, kennen wir ja mittlerweile. So, da ist einer der berühmten Feuervögel. Leider nur Solo. Komm, den kriegen wir schnell tot. Schnell. Oh, wie keiner aufholt. Aber es hat gereicht. So, bam, 5000. Bringt noch mehr Erfahrung als so ein Flammengreif. So, wer hatte dann jetzt alles ein Level ab? Ah, Isaac ist gleich auf mit Aaron mittlerweile. Aaron wird zwar gleich nochmal nachziehen, aber das entwickelt sich in eine Richtung, die ich gut finde. Die finde ich verdammt gut, diese Richtung. Bam, 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 bam. Ach, eigentlich mag ich den Marsleuchtturm auch. Eigentlich mag ich generell so ziemlich alle. Dann, also, na, wobei nicht alle. Der Bohrerfelsen kann ein bisschen ärgerlich sein. Aber die Leuchttürme sind alle schon ziemlich cool. Ich liebe die Leuchttürme. Vor allem ist die Musik meistens sehr geil. Nein! Ich deppiger, deppfossiger Spackenidiot. Warum mache ich sowas? Bam, 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 Luminawelle. Bam, 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 bam. Halleluja. Macht, glaube ich, Windschaden übrigens, die Luminawelle. Deswegen ist das auch sehr effektiv. Oder macht die Wasserschnee? Den Windschaden müsste die haben, ne? Ach, keine Ahnung. Leck mich doch. Mich beschleicht gerade ein unangenehmes Gefühl, welches dich Hunger nennt. Oh, ich weiß, was ich auf dieser Episode wahrscheinlich jetzt mal machen werde. Bam, zack. Ja, ich glaube, das ist Windschaden, die Luminawelle, weil die Ding wäre es Wasser, hätten diese jetzt gerade auch drei Ausrufezeichen stehen müssen bei der Ameisen. Bei den Ameisen, Mann, weil das bei mir als Gletscher immer der Fall ist. So. Diesmal passen wir auch auf, dass da nichts passiert. Wir können ja das schon mal machen. Ja, das wollte ich eigentlich nicht machen. Polare Aura. Yeah, polare Aura. Hm, polar, 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 polar. Zack. Wir können uns natürlich ein bisschen schummeln, den ganzen Kram. Wenn wir jetzt mit Verschieber alles weiterschieben, dann wird die Zeit gefriest. Ihr seht schon hier, zack. Da können wir das quasi so lang machen, wie wir wollen. Und... ist es nun wirklich schummeln? Ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen ausnutzen der Spielmechanik, sage ich mal so. Oder ist es so gewollt? Aber ich glaube nicht, dass die Entwickler sich da großartig Gedanken drüber gemacht haben. Ob das nun geht, können wir da. Glaubt ihr, geht das oder? Oder ist das irgendwie Scheißendreck? Nee, nee. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Oh, das war viel zu weit. Ah. Gut, das geht gerade noch so. Ich muss sagen. Ich bin recht zufrieden mit dem Fortschritt heute bisher. Zack. So, schön. Haben wir doch schon ein bisschen was geschafft hier im Marsleuchtturm. So, ist hier schon das Stelle mit dem Djinn? Ja, hier gibt es übrigens zwei Djinns drin. Einen Mars und einen Merkur-Djinn. Ich weiß allerdings nicht gerade, wo genau... Also ich weiß noch, wo der Merkur-Djinn ist. Ah, den Mars-Djinn haben wir eben gesehen. Fällt mir gerade auf. Ich Idiot. Was sage ich denn da? Schade, kein Kampfgeist gestohlen. Seelenschmetterer! Oder wie das hier heißt. Ich glaube, es hieß nicht Kampfgeist gestohlen, es hieß irgendwie anders. Duo-Picker. Jo, bring ihn um. Ah, Garrett. Mann, Mann, Mann. 33, ich glaube, das war Mia. So, ja gut, dann müssen wir von der anderen Seite lang das Eis zum Schmelzen bringen. Hier können wir, glaube ich, jetzt auch noch nichts machen, soweit, oder? Doch, das geht schon. Schön. So, und jetzt pass auf. Mega fege Feuerattacke. Brand! Bam. So, direkt mal das ganze Eis weggebratzelt. Bratzelt, genau. Dim Luminavelle. Schalalalala. Schalalalala. Zack, und die sind auch weg. Aus dem Weg gefegt. Das ist schon die 85. Episode, kann das sein? Meine Fresse.
War das ein Megaprojekt, solche Leute, aber ich habe ja schon von Anfang an gewusst, worauf ich mich da einlasse. Und ich freue mich. So, und ich glaube, ich hätte den anderen Weg zuerst gehen müssen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Na, aber den halte ich mir mal im Hinterkopf. Gut, den Weg können wir schon mal abhaken. Hier, das ist perfekt. Oh, ein Holy Halcon. Geil. Wundervogel. Feuervogel. Den bekämpfen wir dann mal im nächsten Part, Leute. Das war Golden Sun für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.